Admiral Bett präsentiert den Spieltagscheck. Hallo, liebe HSV-Fans und herzlich willkommen zum Admiral Bett Spieltagscheck. Wir treffen hier im Volksparkstadion am Sonntag um 13.30 Uhr auf die SVW in Wiesbaden. Und darüber sprechen wir heute über ganz viele andere Themen mit unserem Innenverteidiger Dennis Hatschikadunic. Hallo Dennis, schön, dass du da bist. Danke. Dennis, wir gucken erstmal ein bisschen weiter nach vorne. Nach dem Spiel gegen Wiesbaden geht es für dich auf Länderspielreise mit Bosnien. Letzte Chance auf die EM. Wie groß ist deine Freude auf die Partien und glaubst du, ihr könnt es schaffen? Ja, ich denke, alles ist möglich. Es ist ein schweres Spiel gegen Ukraine, aber mein Kopf ist nur auf Sonntag gegen Wiesbaden. Trotzdem nochmal, wie viel bedeutet es dir, dass du dein Land Bosnien vertreten darfst und Nationalspieler bist? Nein, es ist eine große, große Ehre. Ehre für mich und für meine Familie. Es ist ein special Feeling für mich und ich bin sehr stolz. Wie groß wäre für dich auch der Traum, dann die EM spielen zu dürfen, auch hier in Deutschland zu spielen? Was macht das mit dir? Nein, es ist sehr groß für uns und spielen hier in Deutschland ist sehr geil und wir müssen alles arbeiten zusammen als Mannschaft zu kommen zu der EM. Bevor es für Dennis auf Länderspielreise geht, steht natürlich erstmal die Partie gegen Wiesbaden an und was alles sich beim HSV in dieser Woche getan hat, schauen wir uns an in der Rubrik Unser HSV. Ran an die Arbeit. Gemäß diesem Motto ging es für den HSV in eine lange Trainingswoche. Das Ziel? 3 Punkte am Sonntag gegen den SVW in Wiesbaden. Die Marschroute, die gibt Trainer Steffen Baumgart vor. Ich glaube, am Ende muss eine andere Leistung her, dass die alle im Stadion sehen, dass wir mit aller Macht gewinnen wollen, dass wir den Mut haben, gewinnen zu wollen. Da geht es um viele Torschancen, da geht es um Aktionen, die wir im Spiel haben wollen. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass es jetzt nur ein Torschuss gilt, sondern auch, was Zweikämpfe angeht, was Intensität angeht. Personell drückt dabei gerade auf der Position der Außenverteidiger der Schuh. Noah Katterbach verletzte sich bei der Partie in Düsseldorf. Miro Muheim und Injas van der Bremt arbeiteten einen großen Teil der Woche individuell. Hinzu kommt die Sperre von Moritz Heyer. Somit ergibt sich eine Herausforderung für den Coach und die Suche nach Alternativen. Muheim hat heute das erste Mal mit der Mannschaft trainiert, wäre also dann auch aufgrund der personellen Situation ein Kandidat für den Kader, vielleicht auch für die Startelf, wovon ich kein Freund bin, aber in der jetzigen Situation müssen wir über alles nachdenken. Dennoch bleibt die Devise für das Wochenende klar: hart arbeiten und die 3 Punkte im Volkspark behalten. Dennis, du bist jetzt seit 8 Monaten hier in Hamburg. Wie blickst du erstmal zurück auf die Zeit? Meine Zeit hier bin gut. Ich bin sehr früh zu spielen für HSV und es ist eine geile Mannschaft. Ich bin sehr zufrieden hier. Es war für dich ja manchmal ein Auf und ein Ab auch. Du warst auch teilweise gesperrt. Wie bist du selber für dich damit umgegangen, immer wieder mal neu reinzukommen? Ich bin ein Spieler, ein Fighter und ich will alles geben an der Spielfeld und für die Mannschaft und ja. Unter dem neuen Trainer bist du jetzt ja immer wieder in der Startelf gekommen. Wie gut tut dir das jetzt so einige Spiele nacheinander immer zu absolvieren? Das ist sehr wichtig. Ich habe Vertrauen jetzt von dem Coach und meine Gefühl ist sehr gut und für mich ist eine gutes Trainer. Du hast schon gesagt, Vertrauen. Wie viel Vertrauen brauchst du für dein Spiel, damit du dich gut fühlst auf dem Platz? Meine Gefühl ist, ich bin in einer guten Form und ich muss spielen besser und besser und die gleiche, als ich spiele die letzte Wochen.
Du spielst jetzt auch an der Seite vom Bascho, vom Kapitän. Was gibt er dir noch mit und gibt er dir auch Sicherheit? Ja, ich brauche, wir haben eine gute Kombination, mir und Bascho. Er hilft mir sehr viel und ich helfe Bascho. Und nein, eure Aufgabe ist zu helfen, die ganze Mannschaft. Du bist sehr zweikampfstark, du gewinnst ganz viele deiner Zweikämpfe, 65% sind es, das ist in der Liga, Platz 6. Woher nimmst du diese Stärke in den Zweikämpfen, dass du die so gut kannst? Ich weiß nicht, das ist meine Aufgabe. Es ist nur gewinnen den Ball und auf geht's. Gibt es da irgendwas, worauf es drauf ankommt? Timing zum Beispiel oder Aggressivität, wie du da gut reinkommst in so Zweikämpfe? Ja, es ist viele Aspekte. Vielleicht Timing, eine Situation ist mit Aggressivität und es ist nur für den Kopf. Ich muss denken, wann ich muss machen. Und gleichzeitig mit welchem Mindset gehst du in die Zweikämpfe? Hast du dieses Mindset, ich will unbedingt den Ball jetzt gewinnen? Ja. Nur gewinnen den Ball. Bist du dabei dein ganzes Leben schon ein Verteidiger oder wann fing das an bei dir? Wenn ich bin nicht als Kind, ich beginne mit Midfield und dann 2-3 Jahre nach ich spiele als Verteidiger, rechts und links und Innenverteidiger. Du bist ja auf dem Spielfeld, haben wir gerade gesagt, sehr stark in den Zweikämpfen. Abseits davon bist du aber ein bisschen ruhiger oder wirkst du ein bisschen ruhiger. Wie passt das so ein bisschen zusammen? Na, als Person, ich bin sehr nicht laut und sehr quiet, as you say. Aber wenn es Game Time ist, it's Game Time, it's alles geben. Was switcht da in deinem Kopf herum, dass du das so umschalten kannst? Ja, ich wenn es Game Time am Sonntag, ich muss meinen Kopf switchen. Jetzt gucken wir auf die letzten Ergebnisse. Die waren ein bisschen unglücklich mit den Niederlagen. Was glaubst du, wie kann man jetzt diesen Turnaround schaffen, dass es positiver wird? Ja, es ist einfach, wir müssen gewinnen am Sonntag. Sonntag, ja. Und das ist euer Ziel. Und wir müssen machen das. Was stimmt dich positiv dafür, dass wir das Spiel gewinnen können? Die Qualität in eurer Mannschaft ist sehr, sehr groß. Und ich denke, wenn wir alles machen, was wir missmachen, dann ist es viel einfacher für die Mannschaft zu gewinnen, das Spiel. Das ist die Marschrichtung von Dennis und wir gucken uns alles Weitere zum Gegner WM Wiesbaden an und das machen wir im Gegnercheck. WM Wiesbaden befindet sich im Aufwind. Nach einer bis dato zufriedenstellenden und vor allem für einen Aufsteiger soliden Saison holten die Hessen an den letzten beiden Spieltagen 4 Punkte. Dem starken 3:0 gegen Mitaufsteiger Elversberg folgte ein sehr ordentlicher Auftritt gegen den Aufstiegsaspiranten Hannover 96. Nachdem Trainer Markus Kautschinski die Wiesbadener zum Aufstieg in die zweite Bundesliga gecoacht hatte, strebt er nun den Ligaverbleib an. Seine Mannschaft lebt dabei vor allem von der sehr stabilen Defensive. Gerade mal 31 Mal musste Torhüter Florian Stritzel, der übrigens ein ehemaliger HSV-Jugendspieler ist, hinter sich greifen. Das ist aktuell der zweitbeste Wert der Liga. Offensiv lebt WM Wiesbaden vor allem von Ivan Prtajin und Robin Heusser. Prtajin traf in dieser Saison bereits 9 Mal, zuletzt am vergangenen Spieltag gegen Hannover, und Heusser bereitete schon 8 Tore vor. Zudem ist Heusser einer von nur 5 Feldspielern, die in dieser Saison weniger als 90 Minuten verpasst haben. Auch wenn Kautschinski gegen den HSV allgemein keine allzu guten Erinnerungen haben wird. Gegen den aktuellen HSV-Trainer Steffen Baumgart lief es bisher sehr rund. 2 Spiele, 2 Siege. Beide in der Saison 2018-19 mit dem FC St. Pauli gegen den SC Paderborn. Apropos Paderborn, der SCP empfängt am Freitagabend Eintracht Braunschweig. Parallel ist Düsseldorf in Osnabrück zu Gast.
Am Sonnabend spielt Nürnberg gegen St. Pauli, Rostock gegen Fürth und Elversberg gegen Kiel. Im Topspiel trifft Hannover 96 auf den 1. FC Kaiserslautern. Und am Sonntag kommt es zum Absteigerduell Hertha BSC gegen Schalke und Magdeburg reist nach Karlsruhe. Da sind wir wieder und es ist Crunchtime-Zeit. Dennis, erstmal den Interviewpart sehr gut auf Deutsch gemeistert. Jetzt geht's zum Sportlichen. Beim letzten Mal 9 Punkte. Wie viel möchtest du heute? 10 Punkte. Hast du weitere Fragen? Du kennst die Regeln, oder? Ja, du fragst mir und ich antworte. Ja, das weil ist ganz ich, einfach, während du hochhältst, genau. Ja. 60 Sekunden hast du dafür Zeit, eine Minute und dann machen wir es. Wie zusammen. Viele Fragen hast du? Sag ich dir nicht. Aha, aber wenn ich nicht weiß, ich sage nichts, da? Genau, genau. Okay. Dann starten wir in 3. Oh. Dann starten wir in 3, 2, 1 und los. Against which team did you score your only goal for the HSV? Hannover. Correct. You played more than 20 matches for HSV so far. True or false? Huh? Huh? One was? More than 20 matches for HSV. True or false? Huh? Right. Na, who's top of the table on La Liga? Real Madrid. Correct. Which one of your teammates scored a goal in the last match against Wiesbaden? Mo. Now, who's all-time top scorer of Bosnia and Herzegovina? Dzeko. Correct. How old were you when you made your debut for Malmö? 18. Correct. Name one member of the Swedish royal family. Gustav. Correct. Name one stadium where matches of the Euro 2024 will take... Volkswagen Stadium. Correct. Which film prize was awarded last weekend? I don't know. Who was the coach at your Europa League debut? Oge. Correct. Which game did you miss because you have 5 yellow cards? Braunschweig. Correct. Which? What is the population of Malmö? 300,000. Ah. It's 360,000. Ah. Is it finished? I think we finished. Yeah. Wir haben zusammengezählt und für meine schlechte Leseperformance gibt's am Ende den Punkt für die Einwohnerzahl von Malmö. Macht wieder 9 Punkte, Dennis. Zufrieden? Ich wünsche 10, aber 9 ist okay. Das gleiche Ergebnis wie in der Hinrunde, von daher immerhin nicht verschlechtert. Ja. Kann man auch so sehen. Ja. Vielen Dank, dass du heute hier warst und viel Erfolg für das Match gegen Wiesbaden. Und vielen Dank auch euch zu Hause, dass ihr heute hier am Start wart. Schaltet am Wochenende das HSV-Netradio unter anderem ein. Und ansonsten verbleiben wir wie immer mit den letzten 3 Worten, die da sind. Nur der HSV.